Hallo, hallo. Schönen Tag. Ja, ich habe da ein paar Sachen liegen, weil von den Scheiben, ne? Holzscheiben, die hatte ich voriges Jahr mal mir gekauft. Ich glaube schon mehr, ne? Über ein Jahr schon her liegen die. Und die werden ja, ne, da sieht man so ein bisschen, ist das alles so blättert und so weiter. Auch die Schicht, ne, die wird so langsam so gar nicht so hübsch. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt so ein Teil geholt. Das gibt es bei Action, ne? Ja, das ist so ein Schleif. Klotz heißt der mit so einem Schleifschmirgelpapier, ne? Möchte ich mal ausprobieren, ob ich die so damit glatt bekomme. Das Teil habe ich in der Werkzeugabteilung mir geholt. Dann packe ich mal aus. Den Preis weiß ich jetzt nicht. So. Und zwar, das ist so ein Teil. Meine Idee war eigentlich, ich möchte das haben für mein Stempeltool. Ne? So eine zum den Abdruck, wenn man stempelt, ne? Statt so eine. Ich habe so ein. Wie heißt es denn? Presstool habe ich nicht. Und deswegen habe ich das erstmal dafür mir geholt. Ne, so entfremden heißt das so schön. Ne? Ja, ist ein leichtes Gerät. So ein leichtes Teil, Plastik. Und dann hier ist so ein Moosgummi drauf. Ne? Wird auch dafür vielleicht auch dann gehen. Das eine. Aber. Ich möchte mal doch möchte die Verpackung nicht so ganz zerstören, dass ich das wieder so reinstecken könnte. Oder drin lassen den Rest. So, und da muss ich mal gucken, da ist eine verschiedene Kernung. Und die soll man wohl haben. Ah ja, guck mal. Jetzt muss man erstmal rausfinden, wie das geht. So, das den einen und das zweite. Na komm. Na, ist der eingerastet. Warum? So. Ja, da muss man echt mal rausfinden, dass das überhaupt funktioniert. Aber doch hier dieses Teil, das war so ein bisschen fest. Aber es geht, ne? Hauptsache. So, habe ich es jetzt da drinnen befestigt. Und dann mal schauen. Mit so ein Stückchen. Ach, guck, es tut sich was. Ja. Ja, es gibt ja auch so elektrische, ne? Aber dachte, so viel, so oft brauche ich das nicht. Da. Nicht. Ich möchte nicht dafür da so viel Geld ausgeben. Ach, guck, es wird hübsch. So und so, ne? Hey. So, die Seite.
Winter, ja, es wird langsam glatt, wenn man es so vergleicht, ne? Hey. Okay, so. Umdrehen. So, mal schauen, ob ich da noch ein anderes brauche. Ach, guck, einer hält nicht. Ach, guck, der schraubt sich fest. Hat sich locker geschraubt. Oder? Oh, viel Dreck. Hilfe. So, ich mal ein bisschen abstauben. Ja, doch, guck mal, es wird schon. Da könnte ich noch ein bisschen machen. Ich nehme mal ein bisschen Zeug und da könnte ich noch ein bisschen schmirgeln, ne? Ich könnte es ja auch so nehmen und schmirgeln, ne? Aber ich möchte so eine glatte Fläche und möglichst gerade, ne, so haben. Deswegen lieber so eine Fläche. Möchte ich da. Okay, so, dann nehmen wir nächste Körnung eventuell. Ich muss mal schauen, wie das überhaupt da aussieht. Steht ja, sind drei Stärken hier zehn, ne? Da ist nächste und hier noch, ne? Mal schauen. Aus der Mitte und vom hinten Teil noch. So, dann wollen wir schauen, was ich da. Irgendwie eine Seite ist gar nicht so leicht zu bedienen, ne? Aber ja, doch. Dann, ah, das ist jetzt die 120. Ich hatte die 80 und dann ist noch die 180, ne? Okay. Ja, okay.
glaube ich, mehr brauche ich auch nicht. Es ist richtig schon schön glatt geworden, ne? So, und zwar, ich habe mir gestern ein Brennkolben, wie heißt es denn? Set geholt aus dem Action von Avec. Steht ja, es ist so eine Box und ist alles drin. Ja, und das möchte ich mal ausprobieren. Ja, es kennen ja viele, ne? Weil es gab es immer mal bei Action auch so ein kleines Set. Aber ich war der Meinung, brauche ich nicht. Und jetzt letztens, die Tage habe ich mal auf dem Kanal Alina Krafts, ne? Es ist ja, da werden einige so Sachen vorgestellt und Projekte auch gezeigt. Und jetzt hat sie mit dem Brennkolben auf solchen Holzscheiben, ne? Sehr schöne so Motive ausgebrannt, ne? Eingebrannt, also wie das heißt, ja. Und da dachte ich, bei Action sind ja schon diese Boxen, ne, schon länger im Verkauf, gibt es die, ne? Und da habe ich sie so gesehen, aber brauche ich nicht. Und da muss ich dann hin. Brauche ich doch, heißt es dann, ne? Bin hin, solange die es noch gibt überhaupt, ne? Das ist ja so eine Sache, es ist dann weg und dann tschüss, bis es wieder mal was kommt. Ja, und habe mir dieses Set geholt und ja, ist schon einiges drin. Sind auch diese Teile, verschiedene Aufsätze. Es ist so ein kleiner Deckel da drauf, ne? Und da hat man diese Spitzen alle. Und dann, ich mal so rum. Ist auch eine Bedienungsanleitung und auch eine so eine Schablone, ne? Dachte ich, ist auch gut, ne? So, und auch diese hier auf Deutsch, die Anleitung. Hier steht auch alle Aufsätze, was sie machen, was sie tun, ne? Was man damit dann machen kann. Okay, also das heißt jetzt Brandmalkolben, ja. Schritt für Schritt Anleitung und so weiter. Ja, und genau. Hab mir das jetzt geholt. Und ich möchte mal die austesten, ne? Da drauf mal was so im Kreis, würde ich sagen, so ein Kreis, die Buchstaben mal platzieren. Ups, was wird? So testen. Ja, ich ist auch für mich neu. So, also knapp 7 € kostet das Gerät. So, weil ich habe ja auch noch von den anderen solche Schablonen, ne? Aus dem Set, wann war das? Voriges Jahr, ne? Auch mit Folienstift, diesem Heißfolienstift hatte ich das ausprobiert. Deswegen, ja, mal gucken. So, die da. So, und ich habe mir da dazu noch ein paar Videos angeschaut. YouTube, es gab es ja schon einige, ne, dafür zum Thema. Und ja, manche sagen, das Kabel ist zu kurz. Aber ich finde es kein Problem. Ich habe da die Steckdose so daneben mir eine Verlängerung. Und da kann ich das hoffentlich das doch noch so einigermaßen hinkriegen. So, und dann
Das ist dann die zum Ablegen, ne? Diese Untersetzer. So, und dann ich mache erstmal aus, weil ich muss ja erstmal einen Aufsatz drauf machen, ne? Das ist so eine Spitze und da kommt das rein. Ich möchte, glaube, das dünnste. Es steht, mit dem dünnen kann man die Konturen schön. Dann schraube ich es einfach hinein. Muss ich erstmal warnen, ich habe nie mit sowas was gemacht. Okay, vielleicht mal was ausprobiert. Es gab es ja auch noch alte Geräte, ne? Gibt es ja verschiedenes, aber das habe ich erste Mal jetzt mir angeschafft. So, dann schalte ich es an und es steht, es dauert. Bis es warm wird. Hier, ne? 6 Minuten, bis es heiß wird und 7 Minuten, bis es abkühlt. Ne? Muss man dann eben warten. Und in der Zeit, oh, das riecht man schon. Sorry. So ist es. So, ich habe es jetzt aufgelegt. Ich möchte mal Glückwunsch schreiben und habe das mir so überlegt, dass ich das rund eben immer so gerade vor mir auflege. Ich hoffe, das klappt. So. Ja, es hält nicht so sehr, wie das man sich wünscht, aber doch. So. Und dann muss ich aufpassen, ist sehr heiß. Punkt, Punkt wahrscheinlich. Punkt sitzt es gut. Doch, es funktioniert schon. Ja, aua, oh, das ist ja heiß, wow, muss man echt aufpassen. Steht auch schön geschrieben, dass das sehr heiß ist. Soll man nur, wo Plastik ist, da anfassen. So, ist nicht für jedermann. Jede Frau. Ach ja, was ich mir da. Aber oh, die Dame, diese Alina, ich weiß es nicht genau, da sind wahrscheinlich auch verschiedene Künstler, die präsentieren, ne, so Projekte, aber das war so locker. Und da dachte ich, möchte ich mal ausprobieren. Ja, ich glaube, punktuell ist es auch sogar besser. Muss langsam einfach führen. Sehr heiß das Gerät. Die Hitze spürt man. So.
Und es gab auch Videos, da sind auch Tipps, gibt es ja, da kann man auch diese Schüttelkarten, Tütchen, ne, damit verschweißen, sozusagen zusammen. Schweißen, ne? Kann sein, ich hätte einen anderen Aufsatz nehmen sollen, ne? Aber doch, jetzt bleibe ich eben dabei. Wird gepunktet. Ein G, ne? Aber ja, so ein Teil fertigzustellen, das wird dauern, ne? Das muss man echt sich so Zeit nehmen, dass es was mal Ordentliches wird. Und dann vielleicht mit Versiegelungslack drüber gehen, ne? Auch gut. Glaube. Ja, die richtig Linien zu hinbekommen, ja, das, oder bin ich zu ungeduldig, mache es zu schnell. Aber doch, ich glaube, fürs erste Mal, für den ersten Versuch, glaube ich. Oh, wow. Da bin ich ja stolz. Guck mal. Ja. Ja, gefällt mir. Und das möchte ich so rundum. Gratuliere oder Glückwunsch, ne? Dass man dann so drumherum. Und in der Mitte kann man dann was noch aufstellen drauf, vielleicht. Eine Kerze oder so eine Vase. Mal schauen. So. Machen wir aus. So, und die Schablonen, das sind ja große Buchstaben. Ja, das ist so ein Test. Und man kann dann die Seite machen. Und auf der Rückseite kann man noch was, ne? Das nächste. Und bei der Alina Kraft. Da wurde sogar noch so ein hier von oben eben so ein Loch reingebohrt und als so ein Fenster, vielleicht so ein, wie so ein Türkranz oder so, ne? Willkommen kann man ja schreiben auf statt ein Kranz und oder so ein Anhänger, Fensterdeko, ne? Oder da würde ich sagen, ja. Okay. Nö. Ist okay, finde ich. Oh, ich habe ihn ausgeschaltet und es hitzt bis dahin. Guck mal. Ja. Gut, das. Ja, und dafür hatte ich auch dieses noch. Aber vielleicht, ja. Nee, glaube doch. Für meinen Zweck muss ich nicht immer extra Sachen mir holen, so teure Sachen. Zum Vergleich, ne? Das habe ich geschliffen mit dem Teil und das, was da noch, werde ich dann auch noch glatt schleifen. Und die Glätte, glaube ich, die reicht aus, ne? Weil da bei der Alina Kraft auf diesem Video, da zeigt sie auch, ein Koala-Bier hat sie gesetzt, ein Wolf, ne? Da kann man ja auch unsere Schablonen, ne, setzen und dann eben auch drumherum. Was? Ich nehme mal die Rückseite. Und ja, man könnte beliebige Form, ne, was man so hat. Manche haben ja so eine Innenseite und die könnte man auch noch so einprägen und vielleicht was hinein noch mittig noch was platzieren, ne? Ist auch, die Schablonen sind ja auch Metall, ne? Die kann man dann vielleicht auch für
den Zweck dann auch nutzen. Ja, okay. Und sogar hier, wenn ich diese so, ja, stehen gerade hier auf dem Tisch bei mir, da könnte man auch ein paar Herzchen, ne, so auflegen und auch würde schön werden. Nicht jeder wird, glaube ich, gehen, ne? Nicht jede Standschablone, aber schon einige hätten das, wären geeignet, ne? Hier zum Beispiel habe ich auch solche Sternchen noch und man hat ja auch einiges, ne? So, okay, das war das, das Video. Ja, habe ich da einiges. Ach, ich glaube, ich habe mir da irgendwo. Ja, es gibt eine Blase auf dem Finger. Habe ich da verbrannt schon. Diese Ränder, diese Abstützen, ne, zum Abstützen, sie werden so heiß. Und da bin ich kurz dran gekommen hier. Aber gut, nee, das gefällt mir richtig gut. Und da werden es wieder drehen und den Buchstaben wieder gerade legen, dann wieder drehen, wieder so legen und da muss ich mich da gar nicht abquälen, dass ich es gerade hin zu bekommen, ne? Immer in der obersten Stelle so gerade nach oben da, die obere Stelle und dann wieder drehen, nächste und so weiter, ne? Das geht. Oh. So, na gut, dann mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.